Alles klar. So, dritter Tag auf der Messe ISE Barcelona. Der gute Sebastian ist mal wieder anzutreffen auf dem Stand von Zonance. Zonance ist ja nicht gerade unbekannt als Anbieter von wirklich fantastischen Lösungen, wenn es darum geht, eine Menge Klang so weitgehend unsichtbar zu integrieren. Das ist jetzt auf jeden Fall der Schwerpunkt der nächsten Dreiviertelstunde, die ich mit dir vorhabe. Hahaha. Nein, habe ich nicht. Aber wir werden mal schauen, was wir hier mal uns anschauen können, weil du hast uns jetzt hier gerade im Vorgespräch schon mal gezeigt, dass es einiges an Neuigkeiten gibt, ne? Ja, auf jeden Fall. Zonance hat sich auf die Fahne geschrieben, das Thema Design im Wohnraum ganz groß zu schreiben. Und da geht es ja immer vom Sichtbaren bis hin zum Unsichtbaren. Und der sichtbare Teil, den hat man jetzt nochmal ein bisschen deutlich angepasst, verbessert und Optionen gebracht. Der sichtbare Teil wurde noch etwas unsichtbarer gemacht. Okay, also wir haben jetzt hier beispielsweise mal so typische Abdeckungen, die über die Jahre hinweg immer feiner, immer filigraner geworden sind. Früher hatten die riesige weiße Rahmen drumherum und jetzt sieht das wie aus? Jetzt haben wir hier in der Standardvariante kommt der Rahmen mit dem schmalen Rand. Der ist inzwischen 15% schmaler noch geworden als in der VP-Serie. Jetzt heißt das Ganze ja VX, Visual Experience, und rein weiß. Also wer ganz gut aufgepasst hat in der Vergangenheit, hat gesagt, okay, da geht das noch weißer, oder? Jetzt haben wir RAL 9003, das ist also auch da an der Stelle nochmal perfekt geworden. Optional kann man das Gitter nachbestellen ohne den Rand. Und hier ist es so, dem einen gefällt das viel besser, ohne Rand. Der andere, wie meine Frau zum Beispiel, das habe ich tatsächlich bei mir zu Hause, ihr gefällt dieser Rand etwas besser, weil der nicht so einen Schatten wirft. Das heißt, jetzt hat der Kunde die Wahl, sich die Optik auszusuchen. Und dann zum finalen Schritt kann man das Ganze dann auch noch flächenbündig einbauen. Wunderbar. So, die anderen Beispiele hier sind Farbmuster. Das bedeutet ganz konkret, da sollte man zum Lackierer deines Vertrauens gehen. Wenn man davor hat, entsprechend das doch nochmal anzupassen, dass wirklich die Deckenfarbe wäre, weil die vielleicht einen ganz anderen Farbton hat etc. Das sind hier generell magnetisch haftende, ne? Ist doch richtig, oder? Ja, die halten immer magnetisch. Das ist einfach State of the Art und auch schnell getauscht. Könnte ja sein, dass ich erstmal weiß einbaue und dann sage, ach komm Mensch, jetzt wird die Decke doch nochmal schwarz. Abnehmen, zum Lackierer, zurück, dran machen, fertig. Okay, du hast den Namen VX schon genannt. Wir kennen ja die VP-Serie. VP-Serie ist eine der erfolgreichsten Serien, die wir haben als Einbau-Lautsprecher. Das machen wir ja schon seit mehreren Jahren. Können wir auch in unseren Räumlichkeiten vorführen, in den verschiedensten Größen. Natürlich alles auch erhörbar. So, die VX-Serie wird aber auf sich die VP-Serie komplett ablösen. Ein Teil wird schon jetzt der Fall sein. Und nächstes Jahr soll es dann komplett der Fall sein, ne? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe. Lass uns mal rübergehen. Weil hier hattest du uns was gezeigt, was da jetzt auf uns zukommen wird. Und weil das ist schon wirklich auch vom Aufbau her ein ganz anderes System, nicht wahr? Genau, also wenn wir ja als erstes über das Design gesprochen haben, dann ist ja die Erwartungshaltung, dass der Klang auch irgendwie einen Performance-Schub bekommt. Und das hat man hier auch erreicht, indem man der VX-Serie die Performance-Klassen neu eingeordnet hat und die Technik neu eingebaut hat. Das sieht man hier ganz schön. Es gibt halt neue Hochtöner zu sehen. Es gibt hier solche Waveguides zu sehen. Da hat man nochmal richtig im Labor nachgelegt. Okay, und die sind dann unterscheiden sich dann unter anderem in der Größe, im Durchmesser, nicht wahr? Also es gibt einmal die Unterscheidung in der Größe, 4, 6 und 8 Zoll, und dann Unterscheidung in der Qualitätsstufe plus dann nochmal on top ein Highlight-Produkt obendrauf. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier um die Gruppe rum, warte mal eben, weil ihr habt nämlich hier uns was hier gezeigt. Das ist hier vorne gewesen. Das ist jetzt euer neues Flaggschiff innerhalb der VX-Serie, nicht wahr? Korrekt, das ist richtig. Wir mussten jetzt an der Gruppe vorbeigehen, aber das können wir hier nochmal kurz anzeigen. Es gibt ja diese Performance-Level, nachdem die Größe gewählt ist. 0, 2, 4, 6, das kennt man noch von der VP-Serie, dass das so eingestuft wird. Der Performance-Level 8 ist jetzt unser Highlight-Produkt und trägt den Markennamen James, weil da ganz viel Technologie aus der James-Welt, hochwertiges Hi-Fi-Hören eingeflossen ist. Und hier ganz im Besonderen der Quad-Titanium-Hochtöner. James sollte man vielleicht erwähnen, ist auch eine Marke, die wir in den letzten Jahren immer wieder gezeigt haben. Es wurde einfach mal von Zonance James gekauft. Ja. Und dann haben die angefangen, ein bisschen Technologie auszutauschen. Und jetzt taucht auch definitiv James-Technologie unter dem Namen Zonance auf. Aber man hat den Namen als Serie noch beibehalten, nämlich James dann, ne? Korrekt, das war auch in zwei Punkten wichtig. Wer James ganz genau verfolgt, weiß, dass James immer gerne mit Subwoofern gearbeitet hat, Zonance aber gesagt hat, wir brauchen einen Vollbereichslautsprecher. Beides zusammengeführt ist jetzt eben der VX 48, 68 und 88. Wir haben Quad-Titanium-Hochtöner und wir haben einen Vollbereichslautsprecher.
Ja, und dass das kein Spielzeug ist, das erkennt man unter anderem auch am Preis, weil das gute Stück liegt bei 1.900 Euro, das Stück hier, weil das ist also wirklich ein System, wo ich auch keinen Bass mehr bräuchte, denn das ist jetzt hier mehr oder weniger auch machbar, dass ich hier die tiefen Töne wirklich gut aus der Decke oder der Wand bekomme. Genau, das war das Ziel, das ist erreicht worden, das haben wir auch schon gehört. Perfekt, es ist wirklich ein Erlebnis wert. Die vier Hochtöner, die du jetzt hier hast, ja, die sind also unter anderem auch dafür da, dass wir eine sehr, sehr breite Abstrahlung haben, richtig? Zum einen die breite Abstrahlung, zum anderen erkennt man hier so eine merkwürdige Kunststoffform, ne, ein Guide, weil man durch diese vier Hochtöner ja relativ schnell Auslöschung hat. Also der Lautsprecher-Profi sagt, okay, wie kann man die vier Hochtöner so merkwürdig anordnen? Das geschieht dann letztendlich durch diesen Wave Guide, damit ich am Ende eine breitere Abstrahlung habe und in der Breite auch keine Verzerrung im Hochton bekomme. Okay, dann lass uns doch mal rübergehen. Jetzt gehen wir mal zum Albtraum der Trockenbauer. Das heißt also, hier habt ihr zum einen mal eigentlich eine Variante, wo ich sagen würde, da kann eigentlich erstmal jeder Trockenbauer aufatmen, weil das ist eigentlich sehr einfach zu installieren. Ja. Ihr habt hier nämlich Subwoofer, ja, die man wirklich als mehr oder weniger unsichtbar in die Wände integrieren könnte. Wände, Decke würde auch gehen, da muss man vielleicht ja noch eine Vorrichtung nochmal machen, aber ist technisch eigentlich auch kein Problem, ne? Ist überhaupt kein Problem. Also wenn man unsichtbare Lautsprecher in die Decke baut, denkt man ja mal einen Moment drüber nach und dann kriegt man das auch super hin. Selbst ich und ein Trockenbauer erst recht. Okay, aber der Albtraum der Trockenbauer war in der Vergangenheit das Baby da, der ganz große, weil der entspricht nicht ganz dem Rastermaß, ne? Nein, der 15 Zoll Subwoofer ist ein mega Highlight. In Frankfurt kann man den ja auch erleben und jeder sagt, um Gottes Willen, ich will das haben. Und der Trockenbauer hat dann immer gesagt, okay, das passt irgendwie nicht in die Wand. Und dann war die Antwort, dann mach es passend. Und den Streit wollen wir aus der Welt schaffen. Mit einem neuen Produkt wollen wir diesen Streit aus der Welt schaffen. Das heißt, du willst mir sagen, also wenn du einen Trockenbauer des Vertrauens hast, der kreativ ist und der flexibel ist, kann er weiterhin den natürlich verbauen. Ja. Da hängt es wirklich nur vom Trockenbauer ab, ja, und vom Platz natürlich. Ansonsten ist das Rastermaß hier mit wunderbar mit lösbar. Man nimmt dann den hier, der hat aber dann welchen Aufbau? Naja, man hat knapp 10 cm, es ist unter 10 cm, das passt locker rein, wie alle anderen übrigens von Sonens auch. Da kriegt man keinen Stress in der Tiefe. Der Stress entstand in der Breite. Wir haben also hier die Standardbreite, wie bei allen anderen IS-unsichtbaren Lautsprechern von Sonens auch. Aber hier hat man zwei 10-Zoll-Membran-Woofer eingebaut und die schaffen annähernd die gleiche Performance wie der 15 Zoll. Okay, und das hier sind eigentlich die Rückseiten der unsichtbaren Lautsprecher, nicht wahr? Damit man auch mal sieht, wie sieht das Ganze eigentlich da aus. Es ist eigentlich ein geschlossenes System, eigentlich ziemlich einfach zu installieren. Das ist super einfach zu installieren. Der Lautsprecher ersetzt ja an der Stelle die Regipsplatte, um es mal, oder die Trockenbauplatte, um es ganz einfach zu sagen. Und die Rückseite hier, die macht die ganze Magie. Also wir haben traditionelle Treiber, Tieftontreiber und einen extrem effizienten Hochmitteltontreiber, der die Wand anregt. Dann lass uns jetzt nochmal, wo die drei Jungs da, ich schieb die jetzt einfach mal weg. Sorry. Excuse me, can I show? Thank you. So, dann haben wir nämlich hier nochmal eben nochmal die Optik da, ja? Also jetzt, du hast mir das ja auf dem Display gezeigt. Diese Zahl 0, 2, 4, 6, 8 ist die Qualitätszahl, kann man so sagen? So kann man es sagen, richtig. Der Amerikaner spricht gern von Performance, aber ja, Qualität. Okay, und die Zahl, die dann vorkommt, das ist dann die Zahl des Durchmessers vom Treiber? Richtig, der Durchmesser würde hier stehen, der fehlt jetzt hier, weil hier alles 6 Zoll ist. Wir denken uns also hier entweder eine 44, eine 64 oder halt eine 84. Wunderbar, so, die Produkte kommen wann auf den Markt, im Frühjahr oder sind die schon da? Das geht jetzt schon los, also die man hier sehen kann, die können wir schon direkt nach der Messe durchstarten. Wunderbar. Ich glaube, da müssen wir das eine oder andere bei uns jetzt mal austauschen, damit wir euch auch die neuen Sachen zeigen können. Das ist natürlich ein Thema, wo ihr entweder schon direkt mit dem Architekten natürlich da rangehen sollte. Architekten sollten sich jetzt auch angesprochen fühlen, können jederzeit gerne mal zu uns nach Karskom. Wir zeigen euch eine ganze Menge Möglichkeiten, wie dann demnächst der Bauherr vielleicht noch besser Musik hören kann und im Nachhinein nicht traurig ist, dass man nicht dran gedacht hat, die Kabel zu verlegen und die Plätze zu definieren, wo das eben installiert werden soll. Also diese ganzen Planungssachen macht das ganze Grobi-Team natürlich gerne im Vorfeld mit. Deshalb kommt vorbei und wir können mehr machen als nur planen, wir können es euch auch vorher erstmal zeigen, denn das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, soll sich jeder herzlich eingeladen fühlen. Ich komme auch gerne zu euch und wir organisieren irgendwie mal einen Gesamtvortrag. Na, ist doch wunderbar, da kommen wir wieder ganz kreative Ideen. Mein Lieber, ich sage vielen Dank und gucke, dass das hier, morgen musst du noch, ne? Oder? Morgen bin ich auch noch hier, heute den ganzen Tag, aber hier, das macht schon Spaß. Ja, ist nicht langweilig, ne? Absolut nicht. Also hier geht das Herz auf für uns alle eigentlich, ja. Ja, man merkt es dir an, man merkt es dir an, mein Lieber. Alles klar, danke.
Also wir sind jetzt gerade mal hier in diese kleine Telefonzelle reingegangen, weil da drüben ist wirklich eine schlecht klingende Bang & Olufsen-Anlage. Das haben wir schon besser gehört, was die da gerade gespielt haben von Queen, ne? Furchtbar, furchtbar. Aber wir sind jetzt hier in unserer Telefonzelle, lass uns gleich nach Hause beamen, hier ist alles super. Also hier ist erstmal Ruhe, damit wir den Ton dahin nicht hören, weil die ist ja nur furchtbar teuer. Aber okay, pass auf, das hier sind Sterne. Ja. Genau. Das ist im Prinzip ein Akustikmodul jetzt von Adnovion, was endlich serienreif ist. Das sind im Prinzip Breitbandabsorber, die einen Sternenhimmel eingebaut haben. Das Ganze ist über App steuerbar. Das heißt, man hat hier die freie Farbwahl. Man kann hier verschiedene Szenen abspielen, dass die Sterne blinken und so weiter und so fort. Und man muss eben nicht mehr 5000 Löcher durch irgendeine Platte bohren, Glasfaser verkleben und, sondern man spart sich einfach eine Menge Zeit, um dann nicht nur einen Sternenhimmel zu haben, sondern auch gleich ein akustisches Deckensegel, was akustisch auch gegen Erstreflexionen an der Decke hilft. Und es wird, ich fange schon wieder an da drüben, die hören gar nicht auf. Und es aber wird. Es wird nicht besser. Nee, aber es ist glücklicherweise immer noch leise hier drin. Und die haben ja einen Rahmen als Basis, der wird an die Decke befestigt. Und das sind so Klammern, mit wird das Ganze an dem Rahmen befestigt. Ne? Weil die Frage kommt ja immer, wie wird das gemacht? Wird das geklebt oder was auch immer? Und dann sind da so wahrscheinlich so Verbinder, wo ich dann das skalieren kann. Wobei ich habe mitbekommen, es gibt einen Controller für die Menge und es gibt einen Controller für die Menge an Fläche. Ne? Genau, also es gibt zwei verschiedene Controller, je nachdem, welche Grundfläche man damit behandeln will. Und das Ganze wird tatsächlich mit den 60x60 cm Rahmen, die auch für die Absorber und Diffusoren und Bassfallen tauglich sind, wird es an die Decke geschraubt. Und dann kann man die einfach mit so Metallklipsen einklipsen. Na, ist doch wunderbar. So, jetzt wird die Luft langsam dünner hier in der Bude. Und ich glaube, wir sollten doch mal langsam rausgehen, bevor wir hier ohnmächtig werden. Der Julian kann noch einen Aufguss machen. Wir sind kurz davor hier. Genau. Haben wir denn sonst noch irgendwas, was noch wichtig hier wäre? Hat das hier Sinn, dass hier Löcher drin sind? Weil Luft kommt da nicht durch, habe ich das Gefühl. Na, das hier ist ja irgend so eine Schallkanzel. Also von daher, ja, draußen sind die richtigen Akustikmodule, die wir jetzt auch demnächst wieder im Sortiment haben und die uns dann weiterhelfen. Das sehe ich hier. Das ist eine richtige Schallkabine. Genau, also für jemanden, der in einem Großraumbüro arbeitet und mal so einen Rückzugsort sucht, kann ich nur empfehlen, das ist eine Möglichkeit. Es funktioniert ganz gut. So, jetzt gehen wir raus, warten ab, bis der fertig gesungen hat oder gejault hat da drüben und dann machen wir noch mal was. Ne? Wir zeigen noch ein bisschen was von Adnovion, oder? Genau, wir zeigen noch mehr. Aber das Schlimme von da drüben, ohne dass das jetzt Markenbashing sein soll, aber die Dinger klingen ja nicht nur nicht gut, sondern sehen auch noch nicht mal nicht gut aus. Das liegt ja im Auge des Betrachters. Ja, genau. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Alles klar. Also trau dich mal raus. Was muss ich denn machen, um hier die Tür wieder aufzukriegen? Ist die abgeschlossen? Ah, geht doch. Zweiter Teil. Wir sind immer noch auf dem Adnovion-Stand und hier sind einige Komponenten und Produkte, die wir schon im Programm haben, die man bis jetzt aber auf der Heimkinobau-Shop-Seite noch nicht so gefunden hat. Das wird sich aber in den nächsten Wochen ändern. Wir sind jetzt im Jahre 2024. Februar ist heute der 1. Das heißt, wenn es immer noch nicht gefunden wird, einfach mal anrufen. Dann machst du dann individuell die entsprechenden Lösungsvorschläge. Aber wir wollen mal kurz zeigen, über was wir im Wesentlichen eigentlich reden. Was wird am meisten von diesen Komponenten dann von dir geplant, verbaut oder angefragt? Also am meisten natürlich die klassischen Absorber und Diffusoren für die Decke und für die Seitenwände. Aber interessant, gerade für Wohnzimmerlösungen, die ja auch unser Holger 2 vor Ort immer mitberät, sind einfach hier fertige Module, die man wahlweise als Absorber oder Diffusor auslegen kann. Wenn man das jetzt zum Beispiel sieht, das ist jetzt so ein Breitbandabsorber und dort kommt dann entsprechend eine farbliche Abdeckung drauf. Und dieses ganze Modul gibt es dann auch als 1D-Diffusor, als Bass-Trap oder auch leer, um Einbaulautsprecher dahinter zu verstecken. Und diese Lösungen sind natürlich gerade im Wohnzimmer ansprechend, wo sonst der WAF eben dagegen spricht und sagt, nee, die und die Module möchte ich nicht haben. Hier hätten wir eine Lösung mit verschiedenen Farben und verschiedenen Modulen, auch die Akustik entsprechend zu verbessern, ohne die Optik im Wohnzimmer deutlich zu verschlechtern. Zeig doch mal das andere Teil da. Das ist halt ein 1D-Diffusor, das heißt, der Schall trifft auf, wird hier reflektiert und in alle Richtungen gestreut, sodass man einfach nicht die Energie aus dem Raum nimmt, sondern einfach nur verteilt, sodass der Klang weiterhin lebhaft bleibt, wir aber trotzdem keine harte Reflexion mehr haben. Okay, dann gehen wir doch mal eben weiter. Das sind ja auch die Teile jetzt nur in Gold, die ich sonst immer meistens in Schwarz sehe, oder?
Genau, das sind die Alps, die gibt es ja schon länger. Die gibt es in jeder RAL-Farbe lackierbar, kostet dann natürlich entsprechenden Aufpreis. Also nicht zu vergleichen mit den EPS-Diffusoren, die wir sonst verbauen. Aber auch da wird es von Adnovion etwas Neues geben, unterhalb dieser Linie, sodass man da auch durchaus in etwas niedrigere Preisbereiche sogar reinkommen kann. Die haben aber ganz schön Geduld da hinten, nicht wahr? So, dann machen wir mal eben weiter. Das hier und das hier, das kenne ich in Goldfarben bei uns im Studio 2. Erzähl mal kurz. Das ist ein Hybridabsorber, das heißt, dieser Sahara, den gibt es in 6, 7 verschiedenen Farben. Und das ist eigentlich ein Breitbandabsorber auch, der aber auch mit der Oberfläche als Diffusor wirkt. Man sieht ja hier auch die Absorptionsgrade. Also das Ganze ist wie immer bei Adnovion richtig berechnet und auch in entsprechenden Schallräumen getestet, sodass man nicht nur irgendwelche Module kauft, sondern die auch wirklich genau auf den Einsatzbereich anwenden kann, wie er gewünscht ist. Okay, und der Lagos hier, was macht der Kollege? Das ist auch ein 1D-Diffusor, der senkrecht aufrecht an die Wand kommt und dann den Schall auf einer Ebene streut, ohne eine schallharte Reflexion zu haben und ohne zu viel Energie aus dem Raum rauszunehmen. Okay, da hinten sehe ich ja so Farbtafeln, das heißt, das Ganze ist dann auch in verschiedenen Farboberflächen und auch Strukturen zu bekommen. Genau, also man kann hier verschiedene Oberflächen haben, verschiedene Farben haben. Das dauert dann natürlich in der Lieferzeit, weil das wirklich Individualbestellungen sind. Aber das ist ohne weiteres möglich. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist noch was Interessantes. Ja, aber bevor wir dahin gehen, wollte ich dahin, weil das hat er gestern nochmal ausführlich gezeigt, den Avalon Flow One. Ja, genau, das ist im Prinzip auch ein Hybridabsorber, der vordergründig zwischen den Finnen absorbiert, aber durch die unterschiedlichen Höhen und auch durch die Breiten der Schächte auch als Diffusor wirkt. Den haben wir auch schon ein paar Mal eingesetzt, auch in größeren Projekten. Sieht halt sehr gut aus, weil man hiermit auch geometrische Modelle hinbekommt, Kreise, Halbkreise und so. Also ist optisch wirklich ansprechend und in ganz vielen verschiedenen Holzfarben und Arten zu bekommen. Wunderbar. So, jetzt geht's mal rüber. Das hier, das kenne ich ja nun mal. Am besten geht der Julia mal so in die Richtung. Versuchen wir uns mal so durchzukämpfen, beziehungsweise gehen wir rüber. Machen wir das doch. Also, diese Struktur, diese Oberflächen, das war ja doch in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen, ist das doch mal mehr gekommen. Du hast Heimkinos geplant, wo teilweise wirklich vom Boden bis zur Hälfte des Raums Höhe, die installiert sind, manchmal auch nur als Streifen in der Mitte, etc. Warum, wieso, weshalb? Also wir haben es immer nur deshalb geplant, weil es der Kunde optisch schön fand und nur an Stellen, wo es die Akustik nicht negativ beeinflusst hat. Weil die klassischen Paneele, die man in den Bauhäusern kaufen kann, das sind ganz dünne Trägerplatten mit ganz dünnen Latten und die akustische Wirkung ist eher überschaubar. Und Adnovion hat jetzt das Design aufgenommen, aber als wirklich akustisch wirkungsvolles Element ausgelegt. Ja, das habe ich mir gestern auch sehr ausführlich erklären lassen. Das Spannende ist unter anderem, dass also die Spaltmaße sehr, sehr wichtig sind für wirklich einen akustischen Einfluss, nicht wahr? Genau, also nicht nur die Spaltmaße, sondern auch die Tiefe des Spaltes und auch die Breite der einzelnen Leisten. Man sieht auch hier, dass das Ganze wirklich als QRD-Diffusor berechnet wurde. Das hat uns der Verantwortliche bei Adnovion auch genau erklärt. Das heißt, die Leisten sind nicht gleich breit und dadurch erhalte ich einfach eine breitere Wirkung in den unterschiedlichen Frequenzen. Weil dort, wo die eine Frequenz noch reflektiert wird, geht die andere in den Schacht hinein. Und dadurch wirkt das Ganze jetzt wirklich wie ein 1D-Diffusor und nicht nur wie ein halbwegs taugliches Akustikmodul aus dem Baumarkt. Okay, ja, ich habe es verstanden. Priorität war mehr die Optik, weniger die Funktionalität. Das wird sich hier ändern. Hier ist die Optik weiterhin, als aber auch jetzt wirklich eine gewaltige Funktionalitätssteigerung. Und er hat sich noch was ausgedacht. Normalerweise liegt das Holz ja mehr oder weniger direkt auf der Wand auf, ja? So, jetzt gibt es aber noch eine zusätzliche Variante. Da gibt es einen Rahmen. Hoppla, jetzt ist es mir natürlich runtergefallen. Mit einer Hand geht das manchmal schwieriger. Also, aber es hält. Jetzt kommt das zum Vorschein. Was ist das jetzt hier? Also, das ist letztendlich ein Frame, der ein entsprechendes Akustikmaterial verbaut hat, sodass die Wirkung dieses 1D-Diffusors oder dieser Akustikpaneele nochmal höher wird. Das heißt, man kann die Wirkung nochmal verstärken, indem man mit ein bisschen Wandabstand arbeitet. Und das hat auch den Vorteil, dass man außenrum noch LED-Stripes montieren könnte. So, wenn man jetzt oben zum Boden, zur Decke und zu den Seitenwänden ein bisschen Abstand lässt, kann man auf diese Rahmen noch LED-Stripes montieren, ganz normal aus dem Handel, sodass man die ganze Wand auch noch indirekt beleuchten kann.
Wunderbar. So, und die Bandbreite, die gibt es auch in unterschiedlichen Preisklassen, sind dann wohl vom Einstieg, so hat man es uns gestern gesagt, gar nicht so viel teurer wie die, die wir so aus den klassischen Baumärkten erkennen, aber haben eben ganz klar eine echte Funktionssteigerung. Das wurde auch bewiesen nochmal mit entsprechenden Messgrafiken, die wir auch schon gesehen haben. Also die werden wir auch ganz klar in den nächsten Tagen, Wochen auf unserer Seite mit anbieten. Da sind wir gerade mit denen dran und sprecht uns auf jeden Fall zu allem an, was das hier angeht. Und ich denke mal, der Holger 2 kriegt im nächsten größeres Auto, weil der wird das ein oder andere Teil auch nochmal mitnehmen. Das hat er jetzt schon in der Vergangenheit getan. Und dann nochmal zu zeigen, was man bautechnisch aus den Räumlichkeiten vielleicht noch rausholen kann. Okay, so sieht es aus. Ja, haben wir noch was? Nö, das war das Wichtigste erstmal. Ne? Und alles andere, was hier sonst so hier rumsteht, können wir auch organisieren. Aber der Schwerpunkt sind jetzt bei uns oder bei dir jetzt in dem Fall so 3, 4 Komponenten, die wir wirklich fokussiert meistens verbauen. Genau, also hier geht es jetzt wirklich nicht nur um Optik oder um irgendwas im Shop zu haben, sondern die Module, die wir ja anbieten, die haben wirklich auch einen akustischen Sinn und werden auch zukünftig vermehrt in den Projekten an den passenden Stellen mit eingesetzt. Alles klar, danke, das war's. Den Sony-Stand haben wir uns natürlich auch nochmal sehr ausführlich angeschaut. Heimkino hat hier wirklich nicht im Vordergrund gestanden. Es gab also keinen Projektor zu sehen, sondern Sony zeigt hier auch einige Lösungen. Einmal für den Bereich Broadcast, da hat man eine LED-Wand aufgebaut, diese Technologie kennen wir aus der Produktion von Filmen wie Mandalorian etc., wo also wirklich im Hintergrund die Szenerie zu sehen ist und im Vordergrund steht der Schauspieler und es wird so miteinander verbunden, dass man eigentlich gar nicht sieht, dass er da gar nicht im Freien stand. Und das ist also eine beeindruckende Technik, weil diese Wände einfach so ein unfassbar realistisches Bild darstellen können. Und ein Beispiel dafür sieht man eben auf dieser Wand hier. Das ist deren Crystal-LED-Technologie. Und hier gibt es also diverseste Ausführungen demnächst. Und wir haben hier die Möglichkeit, mal ein Beispiel zu sehen. Was auffällt ist, wir haben eine wahnsinnige Leuchtkraft, enorme Brillanz. Das ist eine 220-Zoll-Wand. Wir haben eben diese selbstleuchtenden Pixel, auch wiederum alles aus Kacheln bestehen. Man hat das Ganze in sogenannte Kabinetts gesetzt. Ja, und am Ende des Tages haben wir eben also hier ein Bild, wo der Beamer ganz tatsächlich keine Chance mehr hat, gerade auch bei diesen Lichtverhältnissen. Also Sony hat in den letzten Jahren mehrfach diese Lösung gezeigt, war aber immer, wie ich finde, etwas sehr ruhig, etwas sehr verhalten, wenn es darum ging, wie weit wird es vielleicht mal stärker wirklich in der Öffentlichkeit zu sehen sein, vom Kino bis hin vielleicht auch für Privatanwendungen. Und es sieht danach aus, dass man also tatsächlich jetzt anfängt, diesen Markt jetzt stärker anzugehen, weil eins ist auch Fakt, also die Hersteller aus China, da ist eine ganze Menge in Bewegung und ansonsten kennen wir natürlich Samsung, wir kennen natürlich die Jungs von LG, Samsung mit The Wall. Ich bin gespannt, aber Fakt ist, in den nächsten 10 Jahren wird sich auf dem Gebiet so unfassbar viel tun und zwar natürlich auch in preislichen Segmenten, sodass der ein oder andere sicherlich dann doch nachdenklich wird und überlegt, wie kann er sich das große Bild demnächst mit welcher Technik nach Hause holen. Also das Sony-Bild hier, echt beeindruckend. Also der wird schon ein bisschen anders hier, ne? Der wird schon. Also das ist auch nicht schlecht, was wir hier gerade sehen. Die haben tatsächlich hier diesen Raum komplett mit den Kacheln, diesen LED-Kacheln ausgelegt. Allerdings kommen wir um die Kurve. Das heißt, da hinten sind die Kacheln etwas anders geschnitten, so V-förmig teilweise, damit man diese Rundung machen kann. Ich hoffe, man kann das einigermaßen über das Video hier rüberbringen. Also es ist wirklich ein Raum, ne, wo die Decke dann da entsprechend auch mit diesen Kacheln belegt ist, die Ecken rum auch. Und dann kommt hier so ein wahnsinniges Bild zustande. Das ist schon ziemlich interessant. Ja, man sieht das teilweise da, den Boden. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man teilweise ein bisschen die Übergänge noch sehen. Aber nicht schlecht gemacht, das Ganze. Also immer wieder was Schönes Neues hier zu sehen. Sensor ist das or no? That's nothing, ne? War noch. Okay. Das ist unfassbar. Das ist der Wahnsinn, ist das. Also... Da sind auch Sensoren, die sind auch da drin. Wahrscheinlich kann man dann interaktiv irgendwas bedienen. Aber du läufst hier wirklich durch diesen Raum durch und jetzt kommt der Wal da an. Da wird der schon ein bisschen schwindelig, aber mächtig. Also gefällt mir. Tolles Ding. Junge. Great product. Während der Julian hier am Filmen ist, erzähle ich mal kurz was dazu. Also das, was er hier gerade aufgenommen hat, ist eine Art, wie nennen die das hier, Holograph, weil diese Firma aus China ist 2016 gegründet worden. Ich habe die schon mehrfach gesehen und zwar eigentlich über diese Dinger hier. Aber das, was ich jetzt hier sehe, ist auch nicht schlecht.
wie auch immer Sie das machen. Ne? Sie projizieren also tatsächlich hier Motive drauf. Oder hier nebenan ist anscheinend Radio noch, wo dann auch noch Texte da erscheinen. Hier die Uhrzeit. Da unten haben wir noch so Vorlauf-Rücklauf-Tasten. Ah, das sieht ja schon ziemlich sexy aus. Also das einmal das. Ja, und das da hinten, das ist eigentlich, wird das erzeugt über eine Art, ja, man kann sagen, fast sowas wie eine Art Ventilator, wo also auf den Flügeln LEDs drauf sind. Man sollte also jetzt nicht zu nah dran gehen oder ein Fingerchen mal reinhalten, weil der ist sicherlich ab. Ja, und jetzt sind jetzt hier in dem Fall, wie viel haben wir denn? Sechs sind es. Drei oben, drei unten. Und zusammen bringen die dann so ein solches Bild. Man hört es hier kräftig rauschen. Ein bisschen Wind machen sie auch. Aber die Motive sind natürlich unendlich, die man hier machen könnte. Und es ist auch verdammt hell. Also man kann das auch außen einsetzen, je nachdem, was man da für eine Hardware hat. To the inside, there is second position for Max Verstappen. If it was against me at the other end, I would want a foul. United are furious. Well, I think he's relishing fighting the Ferrari. And he fights back. Ja, das, was ihr hier gerade erlebt, ist tatsächlich diese Technologie von Holoplot. Darüber haben wir ja berichtet, als wir in Vegas waren. Denn das ist ja die Technik, die dort von Holoplot im Einsatz ist. Diese 162.000 Lautsprecher. Das ist so ein Modul, das zeige ich euch gleich mal, blende ich mal eben ein. Und hier wird wirklich mal live in dieser Riesenhalle demonstriert, wie es man es schafft, den Sound so gezielt auf die Hörposition zu projizieren, dass man es schaffen würde, dass man hier rechts dann von mir aus Formel 1 hört und links Fußball. Und ich merke jetzt, wo auf der Position, wo ich jetzt hier stehe, überhaupt nichts von der anderen Seite, obwohl wir gerade mal 2 Meter Luftlinie entfernt sind. Und das wollte ich euch jetzt gerade mal demonstrieren, indem ich jetzt mal mit meinem Mikrofon von links nach rechts gegangen bin. Ja? Deshalb gibt es hier den Punkt. Ne? Also, funktioniert ziemlich beeindruckend. Und ja, da vorne, kommen wir mal nochmal einen Schwenk. Das ist dann so ein Modulkasten. Da sind ja ganz, ganz viele Treiber drin. Und in dieser Art ist das Ganze dann in der Sphere installiert worden mit 162.000 Lautsprechern, also Treibern. Da waren also noch ein paar mehr, die da zusammengebaut worden sind. Und dann hat man den Sound eben von Boden bis zur Decke verteilt, auf die Sitzplätze geschossen. Und damit hatte ich das Gefühl als Zuhörer, dass man ja Kopfhörer nicht ganz, aber es war schon sehr ähnlich. Man hatte kaum noch eine Reflexion und ähnliche Sachen, die wir ja als negatives Hören empfinden, wenn ich in einem Fußballstadion ein Musikkonzert höre. Das war alles natürlich nicht der Fall, weil das war so perfekt. Also war schon sehr beeindruckend. Coole Sache. Magnussen relishing fighting the Ferrari and he fights back to hold on to 7. Es ist unfassbar, wie das System jetzt noch eingestellt werden kann. Also ich bin jetzt hier 20 Meter entfernt und ich habe immer noch einen Mega-Sound, weil der wirklich das jetzt hier in die Richtung schießt. So, und das, was wir vorhin hatten, war, dass er einen Modus hatte, dass man also, sobald man 2 Meter daneben ging, da war nichts mehr zu hören. Es war nichts mehr zu hören. Und das ist genau dieses Sound-Erlebnis, was man in diesem Sphere hatte. Man war hier hinten und man kriegt es wirklich voll auf die Ohren. Das ist unfassbar. Und das inmitten dieses Lärms auch noch. 6, 7, 8, 9 and a decimal point. Wahnsinn, jetzt gehst du wieder näher ran. The new rules take different place values depending on position. So the number 819.65. This is so like the motors in the sphere that you have shooted off this long distance to the seats. Ja, ne? So, was wäre immer Schönes denn hier? Wir sind jetzt auf Richtung Halle 8. Wusste gar nicht, dass die überhaupt 8 Hallen hier haben, aber die Halle 8 ist jetzt offen und zwar für Demoräume anscheinend, wo auch nochmal einiges vorgeführt wird. Und hier hat man doch tatsächlich mal eine ganze Reihe von Optoma-Projektoren installiert und da sieht man eine ganze Menge von der ISE. Eindrücke aus der Messe, von der Messe. Sehr schick.
solar power extends beyond traditional panels, with innovations like transparent solar cells for windows and solar powered wearables. Recent breakthroughs in solar power technology have marked a significant stride toward a more sustainable energy future. Thank you.
Over on this side of the room, you should be able to hear my live microphone. Once the AI starts to pick up my voice, you will hear the translation coming through into Spanish. As I mentioned before, we use this in Shanghai to allow the keynote presentation to be in both Mandarin and English. This was the world's first live translation. Para que la presentación sea en mandarín e inglés. El uso de auriculares. Todo esto, todo lo que estás escuchando, es solo proveniente de la central de... We still have that latency, but this could also be a live translator that stood next to me, but here we're using the artificial intelligence to do that. So, das war's jetzt. Wir haben heute den Donnerstag und der dritte Tag und wir haben jetzt nur noch den Weg zum Hotel und dann zum Flieger, der uns hoffentlich nach Hause bringt, weil in Düsseldorf wird gestreikt. Na, ist ja super. Aber das werden wir nachher erfahren. Also, wie war dein Eindruck? Wie waren deine drei Tage? Hat es sich gelohnt? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben hier viele interessante Sachen gesehen. Und wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss. Und das kam jetzt tatsächlich zum Schluss. Das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen. Also das hat sich auch gefallen, ja? Also das war extremst beeindruckend. Wir waren gerade bei der Vorführung der Firma Holoplot. Patrick hat schon darüber berichtet. Das ist die Firma aus Berlin, die das Soundsystem in The Sphere in Las Vegas gebaut und entwickelt hat. Und das, was wir da jetzt gerade gehört haben, war wirklich extremst beeindruckend. Ja, das kann ich also nochmal nachvollziehen. Also ich habe mich doch nicht so verhört in der Kugel da, weil man hat hier tatsächlich einen riesen Raum. Ich gucke mal, ob man ein paar Aufnahmen davon verwenden kann, die ich dann noch gemacht habe. Einen großen Raum, ein geschlossener Raum, hatte drei Systeme aufgebaut, links, Mitte, rechts und hat da mal demonstriert, wie wahnsinnig irre gezielt genau der Sound projiziert werden kann. Das eine war das mit der Sprache, das andere war, dass man in der Mitte einen Ruheraum hätte, wo also weniger Sound ist. Man geht ein bisschen nach rechts, da kriegt man es voll auf die Ohren. Eine interessante Geschichte für manchen Club. Also die Anwendungen sind enorm. Oder sogar Live-Übersetzung, ne? Der Moderator vorne spricht, man hört auf der linken Seite dann seine Originalstimme und seine Sprache natürlich dann und dann geht man aber nach rechts rüber, dann ist im Hintergrund eine künstliche Intelligenz ihn am Übersetzen und dann hat man ihn direkt in Mandarin gehört. Also das sind enorme Möglichkeiten, die da in Zukunft auf uns kommen werden. Ich bin gespannt, wo wir Holoplot demnächst, ich sag mal, vielleicht in Anführungsstrichen in unserem täglichen Leben erleben werden. Was gab es denn sonst noch für dich so? Also natürlich sehr faszinierend ist die Vielzahl an LED-Walls, auch die unterschiedlichen Techniken, die wir auch in den Videos gesehen haben. Klappbar, faltbar, aufrollbar und. 8K in 7 Metern auf dem Langstand war schon extremst beeindruckend. Und ich glaube, das wird über kurz oder lang in den nächsten Jahren mal die Zukunft werden. Dann natürlich die tollen Demos bei Trinov, bei GBL und an den anderen Ständen. Also insgesamt... Für den Heimbereich jetzt eher etwas weniger, aber wenn man jetzt so installerseitig oder von der Professional-Seite her kommt, sicherlich eine extremst interessante Messe. Ja, und was ich erstaunlich finde, die ist ja also wirklich noch mal ein ganzes Stück gewachsen, weil die Halle 8, die haben wir bis dato noch gar nicht gekannt, dass es die überhaupt gibt hier. Und das ist schon eine Riesenfläche. Also 4 Tage hier einzuplanen, das ist ja die Maximallaufzeit hier. Da wird selbst das hier noch ziemlich knapp, wenn man jetzt mal ein bisschen sich mal generell mal informieren möchte. Also Messe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Barcelona ist für nächstes Jahr wieder gebucht. Ist auf jeden Fall eine wichtige Messe, die wir hier haben und wo wir sehen können, wohin gewisse Entwicklungen und Trends gehen. Und naja, und am Ende des Tages ist es eben so, wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch davon einiges demnächst bei uns zu Hause im Einsatz haben. Und deshalb müssen wir da früh genug dabei sein, die Nase im Wind, wie es so schön heißt. Ne? Rollbare LED-Wände und was es da nicht alles geben könnte. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das stimmt allerdings. Und für die, die sich um meine Gesundheit gesorgt haben, in 3 Tagen 32.000 Schritte ist ganz ordentlich, denke ich. Das reicht fürs Jahr, ne? Ja, jetzt ab wieder ins Büro, Fischbrötchen essen, Hunde können laufen, ich bleib sitzen. Super. Alles klar. Und dann wollen wir auch den Julian danken, dass der uns hier gut gefilmt und aufgenommen hat. Der ist heute Morgen sogar 2 Stunden lang noch mit dem Fahrrad gefahren. Der war der richtige Frühaufsteher. Auch da kann ich noch ein paar Aufnahmen sicherlich verwenden, die er da gemacht hat von Barcelona. Ich kann es nicht aussprechen, lassen wir es lieber. Barcelona. Ja, ja, mach du mal lieber. Also auf jeden Fall von dieser wunderschönen Stadt hier. Und nochmal alles Gute dem guten Dennis, der leider krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen ist. Aber er kommt wieder auf die Beine und der Julian sagt dann, naja, das... Hat die zweite Kamera jetzt aufgenommen, daran hast du nicht gedacht, was jetzt für eine Reaktion kam. Nein, alles gut. Wir gucken mal, wie wir nächstes Mal mit einem vielleicht größeren Team hier auch wieder hinfahren werden. Bis dann. Ciao. Ciao.